Hallo, liebe Weltallkinder. Ich habe vor kurzem diesen kleinen Rabauken gefunden. Wird nicht so gern hochgenommen. Ja, Igelsen hat leider keine Haustiere. Genau, es war nämlich so, ich bin abends so einen Weg entlang gelaufen mit meinem Freund und es hat halt geregnet. Und ja, am Wegrand lag dann halt so ein Igel und ich dachte zuerst, der wäre tot. Der sah ja auch noch relativ klein aus. Also damals war der ungefähr 3 Wochen alt, der Kleine hier. Und genau, also wir dachten zuerst, er wäre tot, weil seine Augen waren halt zu, er hat sich nicht mehr bewegt, er war völlig durchnässt. Und ich habe ihn dann ganz leicht angestupst und gesehen, dass er wirklich nur so minimal halt reagiert. Hab dann gesehen, dass sich sein Bauch noch leicht anhebt, also dass er noch atmet. Genau, dann habe ich ihn nochmal leicht angestupst und halt auch gemerkt, dass er jetzt seine Augen öffnet. Also der war wirklich so komplett unterkühlt, ohne Mutter. Wir konnten keine Mutter in der Nähe sehen, also in dem Gebüsch und so. Ja, kleiner. Und genau, dachte ich halt, die kann man da nicht einfach liegen lassen. Die müssen wir in die Wohnung nehmen, sonst stirbt der Kleine noch. Und ja, dann habe ich ihn hochgenommen. Weil er so unterkühlt war, hat er dann so seinen Kopf so voll in meinen Ärmel von der Jacke gesteckt. Weil er einfach so, ja, keine Ahnung, der Kleine war halt wirklich so komplett geschwächt und alles. Wir haben ihn dann gewogen. Und er war ungefähr bei 100 Gramm. Und genau, ich habe dann gesehen, dass er halt auch voller kleiner Fliegen war, die halt überall so auf seinen Kopf rumgekrabbelt sind. Es waren über 30 Stück, die habe ich ihm dann alle weggemacht. Hatte auch ein paar Zecken, die habe ich ihm weggemacht. Und genau, danach hat er dann erstmal ein bisschen Ruhe gebraucht. Und wir haben ihm eine Wärmflasche warm gemacht und die dann mit dem Handtuch umwickelt und ihn draufgesetzt. Und leider hatten wir dann aber nichts da, was er essen konnte. Also, keine Ahnung, man hätte ihm jetzt Katzenfutter geben können oder irgendwie Eier anbraten können. Aber es hatten wir halt beides nicht da. Mein Freund ist dann auch schnell zur Tankstelle, es war halt ein Sonntag. Und da hatten die ja dann aber auch leider kein Katzenfutter. Und... Ja, Igel können beißen, also der, wenn ich ihn rausnehme zum Wiegen, dann knabbert er auch gerne meine Festivalbändchen an. Ist ja gut, mein Kleiner, ist ja gut. Nein, nicht beißen. Solange er mich nicht beißt, bin ich froh. Auf jeden Fall war es dann so, dass wir den Igelverein angerufen haben, weil wir halt auch mehr Infos gebraucht haben, wie gehen wir jetzt damit um mit den Kleinen. Weil der halt noch so klein war, haben die den erstmal mitgenommen und den ein paar Tage aufgepäppelt mit der Spritze. Das heißt, der hat Ersatzmilch bekommen. Also das ist so eine Hundewelpenmilch, die man ihnen geben kann. Und dann auch Laktosetabletten, weil Igel vertragen Laktose überhaupt nicht gut. Und genau, nach ein paar Tagen durfte er dann wieder her zu mir kommen. Und ab da habe ich dann so ein bisschen angefangen zu filmen. Nur leider ist meine SD-Karte kaputt gegangen. Also die ist nicht mehr lesbar. Deswegen habe ich die ersten Aufnahmen von den ersten paar Wochen leider nicht mehr. Aber als er dann bei mir war, habe ich die Milch ihm so anrühren können und ihm so geben können. Also er war schon groß genug, um die selber zu trinken und hat nicht mehr eine Spritze zum Füttern gebraucht. Und er hat auch schon angefangen, selbstständig Katzenfutter zu essen. Da habe ich dann ihm so Baby-Katzenfutter von Animonda gegeben. Und das hier ist das Katzenfutter, was er dann so ab der 3. Woche bekommen hat. Und gerade gewöhne ich ihn dann auch langsam an Erwachsenenkatzenfutter. Und genau, habe ihm dann auch extra Eier gekauft. Jo. Genau, die chuckern so rum. Also, es gibt manche Igel. Ich habe letztens einen gesehen bei so einer Igelstation, das ist so eine ältere. Die ist auch schon so ein bisschen an Menschen gewöhnt. Die lässt sich sogar so ein bisschen streicheln. Aber die Jungtiere sind meistens noch so ein bisschen so... Die verbinden Menschen noch nicht so arg mit Futter. Und ja, sind dann eher ein bisschen stinkiger. Genau, auf jeden Fall war es dann so, ich habe ihn aufgepäppelt. Dann hat er ungefähr dann 250 Gramm gewogen. Und ich konnte dann die Milch absetzen. Da war dann so ungefähr 5,5 Wochen alt. Und ich habe dann auch angefangen... von Royal Canin ist auch so festes Babykatzenfutter. Das habe ich dann angefangen, ihn auch jetzt ein bisschen reinzumischen seit ein paar Tagen. Das hier ist das Festfutter, was er momentan bekommt.
Und gestern hat er es erstmal so zerkleinerte Erdnuss ins Futter bekommen. Und genau, was habe ich noch gemacht? Ich habe ihn auch noch ein bisschen Weizenkleie ins Futter getan, weil der Kleine ist ein ziemliches Sauferkel. Also der schiebt jede Nacht seinen Schlafkater und irgendwie rum. Und Igelpupu stinkt ziemlich und die Weizenkleie macht, dass das Pupu nicht so stinkt. Genau. Und dann, also ich hatte ihn zuerst in so einer Quarantänebox, weil halt so ganz viele kleine Zecken auf ihn waren. Und genau, die waren halt noch nicht festgebissen oder so. Und ja, wir mussten einfach zur Sicherheit, dass die nicht alle in der Wohnung rumkrabbeln, hatte ich dann so einen Klebestreifen am Rand und so. Aber ja, der kleine Platz hat ihm halt überhaupt nicht gefallen und mittlerweile sind die Zecken weg und jetzt hat er einen größeren Käfig. Den werde ich gleich auch mal zeigen. So, ich gebe euch jetzt eine Tour von seinem Käfig. Und so, das hier ist der ganze Käfig. Hier an den Seiten habe ich so Tücher hingemacht, damit es ein bisschen lichtgeschützter ist tagsüber und er ein bisschen mehr seine Ruhe hat. Und genau, hier oben ist nämlich ein Fenster, dass es hier nicht so reinknallt von der Wärme. Und hier außen habe ich so Karton mit Gafferband hingemacht, weil an so einem Gitter kann sich ein Igel verletzen. Also, dass er sich irgendwie mit seinen Pfoten verhakt, weil die sind halt verdammt neugierig, versuchen halt auch ein bisschen rauszukommen und so. Und genau, dass er sich halt nicht verletzt. Und hat dadurch auch noch so ein bisschen abgeschirmten Raum. Hier sieht man den Saustall, den er täglich immer hinterlässt. Also Igel sind kleine Pupu-Tiere, gell? Das ist ein Nest. Die Wärmflasche ist nicht gefüllt, die ist einfach nur da, dass wenn er in den Karton pinkelt, der Karton nicht auf der Zeitung kleben bleibt, sondern dass da einfach was dazwischen ist. Und der Karton ist mit Zeitung und Zewa gefüllt. Genau. Da drüben ist ein Wasserchen. Und hier ist eine Futtermischung, da hat er gerade was mit Ei. Dann das Royal Canin Katzenfutter, ein bisschen Weizenkleie und ein bisschen Erdnuss. Und ja, es ist einfach so ein kleines Dreckmonster. Also immer wenn ich morgens dann aufstehe und in den Käfig anschaue, ist da immer so ein kleines Schlachtfeld. Und manchmal muss ich nachts auch Ohrenstoff so verwenden, weil der Kleine wirklich laut ist. Also klappert dann irgendwie rum die ganze Nacht und so. Igel sind ja eher so dämmerungsaktiv. Tagsüber ist er nicht so aktiv. Genau, und dann habe ich per Zufall herausgefunden, dass dann auch noch ein paar Häuser weiter eine meiner Nachbarinnen auch zum Igelverein gehört. Und die hat jetzt eine Station, wo sie auch eine Igelmama hat. Die hat 8 Babys. Die sind dann auch so schon über 3 Wochen alt, so 3-4 Wochen. Und die Mutter war halt auch mega zahm, also die durfte ich dann auch mal hochnehmen. Weil die war, also die vom Igelverein meinte dann, man hat so richtig gemerkt, wie dankbar die Mutter ist, dass sie so Hilfe für ihre Babys bekommt. Die war halt wirklich im Vergleich zu dem hier richtig, richtig zahm. Und es sieht so aus, als hätte der Kleine auch noch 2 Geschwister. Die sind auch mutterlos, aber im selben Gewicht wie er. Und die hat die Frau vom Igelverein hier auch in der Nähe gefunden, also so ungefähr 200 Meter von hier entfernt. Ja, und sind wahrscheinlich auch irgendwie verloren gegangen. Ja, und der Kleine wiegt jetzt ungefähr 300 Gramm, ist 6 Wochen alt. Und genau, wenn er so weitermacht, kann ich ihn vielleicht sogar auswildern noch vor dem Winter. Er muss aber dafür mindestens 500, 600 Gramm wiegen. Und ich müsste ihm halt auch noch den ganzen Winter zufüttern, damit er das packt. Und ich denke, ich werde in nächster Zeit auch immer wieder so kleine Vlogs machen und da seht ihr dann kleine Updates zu dem, wie er sich so entwickelt, wie es ihm geht. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Chunky Boy sagt Tschüss.